Verspätet, so schaue ich hier noch einmal Nachrichten der Heute-Redaktion. Der stellvertretende amerikanische Außenminister Whitehead sieht trotz der Kritik vieler Verbündeter an dem Angriff gegen Libyen künftig eine engere Zusammenarbeit der Europäer mit den USA. Nach einem Treffen mit NATO-Botschaftern in Brüssel sagte Whitehead, die USA könnten mit ständigen Äußerungen der Enttäuschung über die Verbündeten nichts gewinnen. Die Regierung in Washington ignoriere keinesfalls ihre europäischen Partner, erwäge jedoch weitere militärische Schritte, wenn Libyen sein Verhalten nicht ändere. Der Blitzbesuch Whiteheads in Brüssel ist Teil einer amerikanischen Initiative, die Unterstützung der europäischen Alliierten im Libyen-Konflikt zurückzugewinnen. Der sowjetische Parteichef Gorbatschow hat im Westen neue Abrüstungsvorschläge unterbreitet. Sie betreffen vor allem die konventionellen Waffen. Auf dem SED-Parteitag in Ost-Berlin setzte sich Gorbatschow dafür ein, die Landstreitkräfte und die taktischen Luftstreitkräfte in ganz Europa zu verringern. Der amerikanische Verteidigungsminister Weinberger mahnte in einer ersten Stellungnahme zu größter Vorsicht. Das eigentliche Ziel Moskaus sei immer gewesen, die USA aus Europa hinauszudrängen. Zum deutsch-amerikanischen SDI-Abkommen sind jetzt auch geheime Begleitschreiben veröffentlicht worden, unter anderem im Spiegel. Danach hat die Bundesregierung den USA zugesagt, den Verkauf von Hochtechnologien ins Ausland einzuschränken. Gegen den Kölner Express, der die Vertragstexte abgedruckt hatte, wird die Bundesanwaltschaft vorerst kein Ermittlungsverfahren einleiten. Der Bundesrat hat die Neufassung des § 116 Arbeitsförderungsgesetz gegen die Stimmen der SPD-regierten Länder gebilligt. Nordrhein-Westfalen will dagegen beim Bundesverfassungsgericht klagen. Weiter beschloss die Länderkammer die Einführung des Führerscheins auf Probe. Fahranfänger, die in den ersten 2 Jahren schwere Verkehrsverstöße begehen, müssen dann an einer Nachschulung teilnehmen. Die Regelung soll im kommenden Winter in Kraft treten. In Südafrika werden die für Schwarze geltenden Passgesetze abgeschafft. Das kündigte Präsident Botha vor dem Parlament an. Wer wegen Verstößen gegen diese Bestimmungen in Haft ist, soll freigelassen werden. Auf einem militärischen Versuchsgelände in Kalifornien ist eine Titanrakete bei einem Teststart explodiert. Nach ersten Berichten sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Eine Rakete gleichen Typs war schon im vergangenen August explodiert. Sie hatte einen geheimen Aufklärungssatelliten in den Weltraum tragen sollen. Der französische Flugzeugbauer Marcel Dassault ist mit 94 Jahren gestorben. Dassault konstruierte unter anderem das Kampfflugzeug Mirage. Bis zuletzt war er Mitglied des französischen Parlaments. Bei den Eishockey-Weltmeisterschaften in Moskau verlor die deutsche Mannschaft gegen Schweden mit 4:2. In den übrigen Begegnungen spielten CSSR USA 5:2, Finnland Polen 4:2 und UdSSR Kanada 4:0. Beim Damentennisturnier in Amelia Island in Florida stehen Claudia Kode und Steffi Graf im Halbfinale. Kode bezwang die Griechin Kanellopoulou 6:0, 6:0 und Steffi Graf besiegte die Argentinierin Laura Gildemeister 6:3 und 6:2. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesligen. Uerdingen-Nürnberg 6:2. In der zweiten Bundesliga spielten Bayreuth-Braunschweig 0:1, Osnabrück-Freiburg 1:0 und Duisburg-Hertha BSC 1:0. Und hier noch die Wetteraussichten. Wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Höchsttemperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Soweit, verehrte Zuschauer, die Meldungen der Heute-Redaktion. Wir wünschen eine gute Nacht. Zum Programmschluss die Nationalhymne.